Am dritten Tag unseres Prag-Aufenthalts, Anfang Oktober 2016, ist das Wetter nicht mehr so schön wie die Tage zuvor, aber das juckt uns wenig. Es macht auch Sinn, mal eine goldene Stadt bei Regen zu erleben. Das heißt, wir bummeln noch ein bisschen durch die Gegend, schauen uns dies und das an und schau selbst. Das Schönste an unserem heutigen Frühstückscafé sind die bunten Schirme, die uns vor Sonne schützen und Regen schützen sollen. Das Frühstück selbst konnte man massiv vernachlässigen. Es war nepp. Dann die Lokale von innen besucht. Das ist halt keine Fußgängerzone. Dann essen wir es jetzt auch sofort. Ja, klar. Luzi, ihr seht. Die konnte ich zusehen, wie die das gemacht hat, weil da hinten. Achtung davon, das ist ein Dieb. Nichts machen. Bleib, Luzi. Hallo? Hallo? Das ist immer ganz gut. Ja, ich hatte schon 200. Heute an diesem verregneten 2. Oktober 2016 fahren wir ein bisschen mit S-Bahn und U-Bahn kreuz und quer durch Prag,
schauen uns den Stadtbetrieb auch mal aus dem Untergrund an und finden auch das ganz interessant. Unsere Hunde weniger, denn sie werden hier schon ein bisschen verunsichert, denn U-Bahnen kennen sie nicht aus dem Spessart. Zudem müssen sie heute auch wieder relativ lange ihre Maulkörbe tragen, was in U- und S-Bahnen in Prag Pflicht ist, wie bereits erwähnt. Right, rewind. Ah, there he is. Montag, der 3. Oktober 2016. Ich sitze hier in unserem Wohnwagen, direkt an der Moldau, 3 Kilometer vom Stadtzentrum von Prag entfernt. Während Astrid und Samira mit unseren 3 Hunden noch ein bisschen am Moldau-Ufer entlang spazieren, bereite ich nun unsere Rückreise nach Deutschland, nach zu Hause vor. Wir hatten hier wunderbare 3 Tage. Erst gestern Nachmittag gegen Abend fing es bei unserem Stadtbummel an zu regnen und dann ändert sich sofort die gesamte Situation, wenn dann Tausende von Touristen fluchend, schreiend, mit Regenschirm bewaffnet durch die engen Gassen von Prag ziehen, dann macht das auch alles keinen Spaß mehr. Und so sind wir jetzt wirklich froh, dass wir Glück hatten, dass wir auch jetzt satt sind von Prag und uns wieder auf den Heimweg machen. Dieser Campingplatz hier, der Caravan Camping auf dieser Moldau-Insel, war absolut spezial gut. Hierhin werde ich sicher in Zukunft öfter mal zurückkehren, wenn ich Bock habe auf Stadtluft. Denn hier kann man sehr schnell mit der S-Bahn in die Stadt fahren oder gar mit dem Fahrrad. Das ist klasse so. Also Prag war eine Reise wert und jetzt sehen wir zu, dass wir wieder heil nach Hause kommen. Schauen wir mal. Won't you shine on me now? And I said, easy, easy on my soul. If there's a light, won't you shine on me now? Easy on my soul. Take it easy on me. Das ist der Hammer, so groß ist hier. Mit welchem Aufwand betrieben? Nach 1,2 Kilometern bleiben Sie rechts. Nach 100 Metern bleiben Sie rechts. Ja, wir sind nun auf der Rückfahrt von Prag wieder nach Aschaffenburg. Und jetzt regnet es, jetzt ist das Herbstwetter da, was man eigentlich schon seit Wochen erwartet hat. Die Autobahn ist einigermaßen manierlich hier in Tschechien und graut es nur schon wieder, wenn wir wieder nach Deutschland kommen. Hier in Tschechien haben wir gerade mal geguckt, sind die Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahn 130, auf Landstraßen 90. Auch das ist angenehmer wie in Deutschland. Vor allen Dingen, wenn man mit einem Wohnwagen gespannt fährt. Wenn ich hier Laster überhole, habe ich keine Angst, dass mir von hinten jemand mit 200 reinbrettert, sondern jemand, der 130 fährt, kann jederzeit manierlich abbremsen, wenn ich in einer Kurve plötzlich hinter einem Laster bin. Wir machen hier gerade an einer tschechischen Tankstelle noch einen Kaffee-Stopp. Wir müssen unsere tschechischen Kronen noch loswerden, denn wann wir das nächste Mal nach Tschechien kommen, steht in den Sternen.
Ein Fehler haben wir gemacht, wie alle Anfänger-Deppen in Prag. Wir haben bei einer dieser widerlichen, überteuerten Wechselstuben Euro in Kronen gewechselt mit einer Provision von 30%, wollten die Halunken haben. Wir haben da gesagt, nein, kommt nicht in Frage, da haben sie auf die Provision verzichtet. War ganz witzig. Auf jeden Fall, wer nach Tschechien fährt, wer nach Prag fährt, sollte auf einer Bank wechseln, dort oder mit EC-Automat. Diese ganzen Wechselstuben sind Gangstereinrichtungen, legale Gangstereinrichtungen, wo man auch noch unterschreibt, dass man damit einverstanden ist, dass man beschissen wird. Und wir waren so blöd. Und die ganzen Japaner und Asiaten, die da rumlaufen, sind mit Sicherheit genauso blöd wie wir. Und dieses Wechselgeldgeschäft ist mit Sicherheit einer der erträglichsten in Prag. Unsere Hunde sind wie auf all unseren Fahrten äußerst pflegeleicht, äußerst still und vergnügt hier mit uns hinten auf der Rückbank. Liegen gemütlich, pennen hier und alles ist paletten. Es schifft wie Sau, aber wir haben es gepackt in 7,5 Stunden von Prag hier wieder nach Geiselbach in den Spetter zu kommen. Und jetzt schüttet es hier auch wie aus Eimern. Aber das alles kann uns scheißegal sein. Es war ein cooler Prag. Your eyes are clear as water. You're the ocean, Lord, so please be mine. I come to you in peace. I would be yours if so inclined. And we could find that we're of one mind. Yes, we could find that we're two of a kind. Two of a kind.